Hi, ich bin Chris und ich wollte euch heute erzählen, wie gefährlich es ist, sich Rahmen aus China zu bestellen und damit einen schweren Unfall zu haben. Spaß beiseite. Also an sich einen Unfall zu haben ist immer gefährlich, aber man muss nicht unbedingt einen Unfall haben. Und ob das Carbon, was ja nicht aus China kommt, sondern meistens aus Japan, Toray und dann bestimmt der Nummer 800.000, 1100, ihr kennt die. Und die werden dann in China bearbeitet. Und da ist die Frage, wie gefährlich ist es. Also jetzt erstmal, die meisten Markenrahmen aus Europa, von den Firmen aus Europa, aus Kanada, Amerika, die kommen, werden meistens alle in China hergestellt, von Fabriken da, haben eine ordentliche Qualitätskontrolle und gelangen dann nach Europa, wo sie lackiert werden und das Logo drauf bekommen. Oder natürlich nach Amerika, Kanada oder wo auch immer. Und dann ist die Frage, wenn die halt von chinesischen Firmen hergestellt werden und von chinesischen Firmen vertrieben, wie gut ist die Qualität? Und da ist es so, man zahlt auch in China für den bestimmten Preis, den man bezahlt, bekommt man auch das. Das heißt, wenn man das günstigste Produkt hat, ist die Chance groß, dass es eine fehlende Qualitätskontrolle gibt. Das muss nicht heißen, dass das Gerät versagt, also der Rahmen. Es muss nur heißen, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass in dem Rahmen etwas ein Fehler ist, der nicht entdeckt wurde. Auch kann bei den günstigsten Sachen unsaubere Verarbeitung vorhanden sein, scharfe Kanten im Rahmen, was halt, wenn man DI2-Kabel hat, könnten die reißen. Dann könnte es natürlich sein, dass das Tretlagergehäuse nicht gerade ist und man dann und dadurch dann die Lager nicht richtig reinbekommt, sie nicht im Lot sind und dadurch dann halt nicht richtig funktionieren ist, zum Knacksen kommen kann und also Geräusche machen. Zudem kann es vorkommen, dass wenn man Disc Brakes hat, dass die Steckachsen nicht im Lot sind und dann muss man damit viel Kraft die reindrehen und es ist alles ein bisschen schief. Das kann alles vorkommen. Das kann aber auch genauso gut bei einem anderen Rahmen, den man hier kauft in Europa, so sein. Dann könnte man natürlich noch irgendwie Kopien kaufen von originalen Rahmen. Das ist verboten, das rate ich auch niemandem dazu. Kauft euch, wenn dann diese Open Mold Rahmen sind Rahmen, die halt kein Urheberrecht haben und dadurch kann man die dann mehrere Firmen gleichen Rahmen herstellen und die dann auch ganz ordentlich funktionieren. Und da kommt es dann halt auch darauf an, wie gut die Firma das gemacht hat. Und ja, dann gibt es halt Rahmen, die halt aus einem Teil hergestellt werden und es gibt Rahmen, die aus mehreren Teilen hergestellt werden. Die aus mehreren Teilen sind meistens etwas schwerer, aber wenn die aus mehreren Teilen hergestellt sind, ist die Verbindungsstück eigentlich stabiler und härter, weil die halt dicker gemacht werden. Dadurch steigert sich aber auch das Gewicht des Rahmens, muss aber überhaupt nicht kein Qualitätsnachteil sein. Es gibt auch gute Rahmen, die so sind. Und wenn ich jetzt einen Tipp geben sollte, zu welchen Rahmen man am besten greift, wenn man Geld sparen will, und da würde ich sagen, man sollte zu den Herstellern greifen, die sich bewährt haben. Das kann man in mehreren Foren nachlesen. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Es gibt wahrscheinlich noch mehrere. Hier Velobuild, Triforce, Windspacer, Denfu ist ganz gut. Es gibt noch mehrere. Findet die wahrscheinlich alle. Und so habt ihr auch die Chancen, dass ihr auf eine bessere Qualität hat mit einer besseren Qualitätskontrolle und kein Produkt, was kaputt geht oder bei der Abfahrt versagt und euch dann ins Krankenhaus, weil das will keiner. Aber man muss sich trotzdem im Sinn halten, dass die Qualitätskontrolle oft nicht das Beste ist und man es aufs eigene Risiko geht. Das ist halt auch der Grund, warum es günstiger ist, weil es diese ganzen Garantien halt einfach nicht gibt. Aber die Handarbeit in China in der Carbon-Herstellung ist sehr gut und deswegen sehr gut und sehr günstig. Deswegen erstellen auch ganzen guten, nicht die ganzen guten, sondern die ganzen bekannten internationalen Firmen in China ihre Rahmen her und verkaufen die dann hier. Falls euch das gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, würde mich das richtig freuen. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt oder noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Und sonst
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.